Hallo allerseits und herzlich willkommen hier zurück. Ja, ich habe euch ja letztens schon mal eine kleine Einstimmung gegeben auf das die nächsten Videos über den Rhein-Ruhr-Express und ich wollte noch mal zum Innenraum zurückkommen, über den ich das letzte Mal nur kurz angesprochen habe. Ich werde euch mal ein bisschen erklären, was ihr so im Innenraum findet. Und zwar gibt es ein Ja, die Züge sind, wie ich schon gesagt habe, nur teils doppelstöckig. Das sind die mittleren Wagen, die doppelstöckig sind. Die äußeren Wagen sind einstöckig, das heißt nur eine Etage vorhanden. In den Zügen gibt es mobile Anzeigetafeln, wo die Linie, das Endziel, der jetzige Standort, die nächste Station angezeigt wird, sowie die nächsten Zwischenhalte. Ganz unten stehen dann noch Informationen wie Datum, Uhrzeit und der Name des Betreibers, also entweder Nation Express oder Abellio. Außerdem wird auf den Anzeigetafeln angezeigt, ob eine Durchsage stattfindet oder ob beziehungsweise das nächste WC besetzt ist. Die Anzeigen sind eigentlich von allen Sitzen oder von den meisten Sitzen in Sichtweite, das heißt, in beide Fahrtrichtungen gibt es einige Anzeigen im Zug verteilt, die dann auch alle das gleiche Aussehen haben. Das heißt natürlich auch im Unter- und im Oberdeck. An einer Seite des Zuges befindet sich ein, ja, mobilitätseingeschränkter Bereich, also ein Bereich für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste. Dort gibt es einer Sitzplätze oder Sitzplätze mit mehr Platz, sodass auch ein Kinderwagen oder ein Rollstuhl oder ein Rollator dort geparkt werden kann oder ein anderes Verkehrsmittel wie ein Fahrrad. Fahrräder können aber auch alternativ in den anderen Mehrzweckabteilen abgestellt werden und es wäre auch sehr schön, wenn ihr mit den Fahrrädern in die mittleren Abteile geht, weil dann können sich Mobilitätseingeschränkte in dieses Abteil setzen. Außerdem gibt es ein WC, das etwas breiter ist, für die Leute, die gerne ein breiteres WC haben oder auch für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste. Die Sitzgruppen sind sehr breit gestaltet. An jedem Sitz befinden sich Leselampen für die Fahrgäste. Es gibt kostenloses WLAN im Zug. Und dass die Verbindung auch ganz gut klappt, sind in den Fenstern, das sieht man, wenn man ganz genau schaut, aber es ist eigentlich sehr durchsichtig, sind ja Verbindungen eingebaut, dass das WLAN auch, dass die Verbindung besser ist. Zusätzlich befinden sich an den Vierer-Sitzplätzen und auch an mehreren Zweier-Sitzplätzen Steckdosen, sodass ihr euer Computer oder euer Handy aufladen könnt. In den, ja, mehreren Bereichen, in den Fahrgastbereichen gibt es dann meistens Zweier- bis Vierer-Sitzgruppen gibt es vor allem an den Enden des Zuges und im Oberdeck. Im Unterdeck gibt es dann speziell mehr Zweier-Sitzgruppen, sowie an ungefähr jeder zweiten Tür ein Mehrzweckabteil für Fahrräder oder Kinderwagen, sowie der mobilitätseingeschränkte Bereich, also auch für die Rollstuhl- und Rollatorenfahrer, sowie auch für Kinderwagen, denen es dann an einem Zugende gibt. Die erste Klasse besteht auch aus Ledersitzen, das heißt, dort gibt es ja entspanntere und bequemere Sitze. Also wer Leder schön findet, für den sollten die Sitze dann auch bequemer sein. Wie ich letztens angesprochen habe, an den orangen Punkten ganz dicht zusammengetan, seht ihr den erste Klasse-Bereich, der ist dann natürlich am anderen Ende als der etwas breiter gestaltete Bereich. Der erste Klassebereich ist durch eine Trenntür zum zweiten Klassebereich getrennt. Das heißt, ihr solltet eigentlich ganz klar sehen, in welchem Bereich ihr euch befindet. Und eine Tür zum Ein- und Ausstiegen befindet sich auch noch im ersten Klassebereich. Das ist natürlich dann an jeder Seite. Ja, soweit habe ich euch erstmal über die Fahrzeuge was berichtet. Ich habe euch ja letztens schon angedeutet, dass ich euch dann in der nächsten Zeit noch über die einzelnen Linienwege und Linien etwas berichte. Zu den allgemeinen Infos könnt ihr euch gerne auf meinem Kanal Bahninfos NRW da noch das andere Video anschauen, wo ihr dann auch noch mehr allgemeine Informationen habt, auch zum Streckenverlauf der Zukunft
Und ja, dort habe ich das auch nochmal zusammengefasst. Die anderen Videos werden dann in Kürze in den nächsten Tagen erscheinen. Ich wünsche euch erstmal schöne Weihnachtsfeiertage. Feiert schön mit euren Bekannten und euren Familien. Und wir hören uns oder sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Auf Wiedersehen!